Zweifellos ist das meistgeliebte Fest des Jahres Weihnachten. Heute erfahren wir die Märchenhaftigkeit und Traditionen der echten deutschen Familien, die noch in Transkarpatien geblieben sind. Diese Sitten und Bräuche bleiben seit Generationen im Leben. Ich habe zwei Schwestern. Eine ist älter als mich, sie wohnt in Svaljava. Meine jüngere Schwester ist meine Nachbarin. Sie haben ihre Familien, wir auch, aber wir treffen uns immer zu großen Feiertagen. Also vor kurzem feierten wir Weihnachten und leider waren meine ältere Schwester nicht dabei, weil sie auch zu Hause gefeiert hat. Hier war meine Schwester mit ihrem Mann und dem Sohn und wir. Also so haben wir gefeiert. Jedes Mal feiern wir die Familie feiert große Feiertage zusammen. Das sind Weihnachten, Ostern und unser kirchliches Fest, Kirmai. Das feiern wir immer zusammen. Jetzt kommen meine Schwestern mit ihren Familien. Das ist schon zu viel. Wir feiern alle Geburtstage. Zu Geburtstagen kommen auch meine Schwestern mit ihren Familien. Wir feiern lustig, singen. Zu Weihnachten habe ich vergessen, singt man die Weihnachtslieder. Ja, man endet mit der stillen Nacht. Zu Weihnachten kommen sie zu uns und zum Neujahr fuhren wir früher nach Svaljava zu meiner älteren Schwester. Jetzt bleiben wir alle schon zu Hause. Meine Schwester hat Familie aus 10 Personen, die zweite Schwester hat auch aus 8 Personen, also, und ich habe 6 Personen. Meine Enkelin ist leider nicht hier, sie lebt schon das dritte Jahr in Deutschland. Sie ist in Weimar jetzt. Sie arbeitet dort. Und was macht sie dort? Sie hat die Universität absolviert. Dann sollte sie dort die Prüfungen noch ablegen, das was fehlte, und Deutsch abgelegt. Und jetzt arbeitet sie in einem, nicht Krankenhaus, sondern sie bedienen die älteren Leute zu Hause. Fingerhaus? Ja, so. So arbeitet sie. Dort das dritte, am 5. soll sie in Urlaub kommen. Wir warten sie mit Ungeduld. Und wie feiern Sie die Weihnachten? Vielleicht haben Sie irgendwelche Traditionen? Also wir haben die alten Traditionen nicht vergessen. Meine Mutter immer behielt diese deutschen Traditionen. Also am Heiligen Abend, also vor Weihnachten, den Advent, bereiten wir uns zu Weihnachten vor. Wir bereiten uns nicht nur, machen Ordnung, sondern auch geistlich, seelisch. Wir müssen alles überlegen, wie wir das Jahr gehandelt haben, was haben wir Gutes, was haben wir Schlechtes gemacht. Und dann gehen wir in die Kirche jeden Sonntag. Ich zum Beispiel beichte einmal im Monat, ersten Freitag des Monats, nehme an allen Messen teil. Und am Heiligen Abend gingen wir als kleine Kinder mit meiner Mutter immer in die katholische Kirche. Es war nicht erlaubt, aber
Weihnachten, deutsche Weihnachten feierten nicht alle, also darum konnten wir frei gehen. Also am Heiligen Abend, wir warteten mit Ungeduld auf den Heiligen Abend. Dieses Zimmer war geschlossen. Hier stand ein geschmückter Tannenbaum, aber wir haben die Kinder das nicht gesehen. Das haben meine Eltern so gemacht. Und unter dem Baum standen Geschenke für alle, die zu Weihnachten zu uns zu Gast kamen. Also das war sehr interessant. Am Abend gingen wir in die Kirche. Nach der Kirche kamen wir zurück. Der Tisch war schon gedeckt. Also nicht immer waren es Speisen, aber doch. Meine Mutter bemühte sich immer, dass es zwölf Speisen auf dem Tisch seien. Also wir beteten zuerst, Vater unser, gegrüßet sei du Maria, dankten für dass unser Retter zur Welt gekommen ist, saßen am Tisch, haben diese Speisen gegessen. Es war, mussten Fische sein, frische Fische und auch aus Dosen Fische, dann Pilze, Pilzsuppe, Pilze mit Kraut, und andere, aber das beliebteste für mich war es, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, auf Ukrainisch, meine Mutter sagt immer Bobalke, das heißt aus dem Teig, machten wir solche, rollten solche Bälle, die wurden gebacken, dann mit Milch und Wasser gegossen, es hat so eine Zeit gestanden, dann war das die Butter und Honig geschmelzt und aufgegossen und mit gemahlenen Nüssen bestreut. Es war für mich das beliebteste zu diesem heiligen Abend. Dann nach dem Abendessen klingelte es hier in diesem Zimmer. Diese Tür war, dieses Fenster war aufgemacht und man sagte uns, das Christkind ist schon weg. Also der Vater und die Mutter machten das Licht, es war dunkel, und wir liefen zum Tannenbaum und haben alle diese Geschenke bekommen, waren sehr froh, zufrieden und so gingen wir zu Bett. Am zweiten Tag waren wir wiederum in der Kirche und am Nachmittag hatten wir Besuch oder gingen zum Besuch. Dann war es alles schon mit Fleisch, verschiedenen Gerichten aus Fleisch. Also vor Weihnachten war immer die Schweineschlacht. Wir hatten viel Fleisch, also machten verschiedene Tage. Jetzt macht das alles meine Tochter. Sie ist eine gute Köchin, eine gute Bäckerin. Sie kocht und backt sehr schmackhaftig. Das ist so. So feiern wir Weihnachten, den heiligen Abend. Und dann die ganze Woche bis zum 6. singen wir diese Lieder. Am 6. zu dem drei heiligen Königstag ist mit Weihnachten Schluss. Dieses Weihnachtsbuch ist sehr wertvoll für Frau Maria. Das Buch bringt den Kindern den Glauben an das Wintermärchen, und zwar die Freude an Weihnachten. Mit Hilfe dieses Buches erlernen sie auch Deutsch mit Spaß. Heutzutage symbolisiert das Weihnachtsfest Glück in einem Familienkreis. Das Wichtigste ist aber, immer an Wundern zu glauben. Das waren die ersten Spuren von unseren deutschen Ahnen, der wir folgen. Bis bald, liebe Zuschauer!